Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir wollen in Moisaks Labor einbrechen, beziehungsweise werden wir dazu genötigt von der Yennefer. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ach, auch nicht. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch einfach ein Abo da und ihr verpasst keins. Porträt alter Völker. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Sieht lebendig aus. Wir hatten einen, Kaer Morhen. Ach, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ihr wisst es nicht. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moisak erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ah ja. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Ja, ich glaube auch. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Yen, pass auf! Monster. Ich kann sie spüren. Sie kommen näher. Sie sind überall. Eines weniger. Seltsam. Hier riecht es nach nichts. Oh nein, was ist denn los? Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moisaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher lustig ausgesehen. Wir sollten das für uns behalten. Könnten wir diesen kleinen Vorfall für uns behalten? Natürlich. Die Tür ist auf. Wir gehen weiter, sobald du deine Jagdtrophäen eingesammelt hast. Lass uns reingehen, Geralt. Ah, gucken hier. Alles umgemäht. Sieht lebendig aus. Hier ist nicht mehr ganz so. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ja, ja. Schon klar. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier... Ein Brief mit Moisaks Siegel.
an die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Ritualpflanzen. Sollen wir mal gucken, was da genau drin steht. Ich gehe auch falsch. Druidenbrüder. Druidenbrüder. Lasst euch warnen, dass die Zauberin auf Art Skellig eingetroffen ist. Sie heißt Yennefer und sie stammt aus Wengerberg. Ich weiß, dass ihr unempfindlich gegen die Waffen der Frau seid und euch den Verstand nicht von einem gefällig fließenden Rock vernehmen lasst. Doch lasst euch auch von ihrer Intelligenz und Raffinesse nicht einnehmen. Ich weiß, wer Yennefer ist, was sie ins Gellige will. Ist mir jedoch nicht bekannt. Ich sehe keinen Sinn darin, sie dies direkt zu fragen. Da Yennefer für ihre Schlaue und Eloquenz bekannt ist, sie sagt nicht, was sie denkt, sondern was sie wünscht, dass man hört. Denkt daran, dass sie eine zweitklassige Zauberin ist, sondern eine Person, die das Brot mit dem Herrscher des Nordens bricht und seit neuestem mit Nilfgaards Kaiser kooperiert. Sie geht weltweit in den Herrschaftshäusern ein und aus und hat eine Begabung zur Manipulation, um die sie die gerissensten Diplomaten beneiden würden. Wir merken, heute ist wieder kein guter Tag zum Vorlesen. Raymond Marleuf, eine erweiterte Biografie. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus... Eine Pfeife. Offenbar führt Moissac hier echten Tabak ein. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad, von Sascha Haydy. Also wir sehen, hier ist eine versteckte Tür. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Ein Kinderschädel. Ein Zapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Er gehört zu den wenigen Druiden, die einen benutzen. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht, für Onkel Moissac. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Der Moissac hat es hier schon nicht schlecht. Zwergischer Dreifachmet. Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Den Tannenzapfen, den Schädel oder das Met. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Moissac liebt Späße auf Kosten anderer.
Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Ja, wenn es nur ein leiser Verdacht ist. Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Vorsicht! Nimm dies! Eine Falle! Wir sind... Das hat weh. Scheiße. Oh. Hast du das gehört? Gerochen. Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Wir ersticken. Halt dich an mir fest. Also, ja, wenn ihr einen Romanz mit der Wolke da knutschen. Mag ich aber nicht. Nee, mag ich nicht. Das hätte ich für euch gemacht, wenn ihr das vorher gesagt hättet, aber so mag ich nicht. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet. Und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Skelliges Thron zu besteigen. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste... oder die Beste gewinnen. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht?
Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Wenn es sein muss. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Wir brauchen deine Hilfe bei Moissac. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arz Kellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Muss ich mit ihm reden? Danke. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Ich dachte, alle Riesen wären längst tot. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arz Kellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ceres möchte den Fluch brechen? Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen.
Möchtest du nie selbst König werden? Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Ich helfe deinen Kindern. Wenn Chalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Artskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. So, wir machen hier einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda.